Hallo? Hallo, ich bin Ulrich. So, heute läuft es wieder mit extra Mikrofon und Videokamera. Schauen wir mal. Ich hatte euch ja beim letzten Mal was erzählt, was man so generell mit Europa-Fernwanderwegen machen kann, beziehungsweise was man nicht mit ihnen machen kann. Und auch so ansatzweise so Projektideen. Ja, wie gesagt, einfach sie von Flensburg nach Konstanz zu laufen oder von Passau nach Flensburg, den E6 oder auch meinetwegen vom Nordkap nach Sizilien, halte ich für relativ langweilig und ich hatte ja im letzten Video auch dargelegt, eigentlich für nicht machbar. So, wenn ich aber dennoch zum Beispiel die Tour rund um Deutschland machen will oder aber die Tour rund um den Ärmelkanal oder die Tour im Zickzack immer wieder über die Alpen. Wobei Normalsterbliche werden das nicht in einem Rutsch schaffen können, weil wir ja nun dummerweise immer noch mal arbeiten müssen. Wandern zum Beruf zu machen, ja, gut. Jetzt geht es natürlich in einem Blog auch so ein bisschen um, wie sagt man, persönliche Sachen. Und da erzähle ich euch jetzt mal einfach, wie das losging, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Zum einen habe ich hier schon, das machen wir allerdings am Ende des Videos, mein alten Interrail-Rucksack, was man so, wenn man sich vorbereiten will auf solche Touren, macht es vielleicht mal Sinn, bei den Eltern auf dem Dachboden zu suchen. Es gibt so eine Organisation, IVV heißen die. Die Webpage blende ich euch unten ein. dvv-wandern.de ist die Seite. Den Link lege ich auch in die, sag mal, in die Kommentare unten rein. Die haben, das hört sich erstmal an wie ein ganz normaler Wanderverein. Nein, ist es nicht. Der normale Wanderverein sieht halt so aus, das kennt man. Um Sonntag morgens um 9 antreten vom Bahnhof und dann sagt der Vorturner rechts um, im Gleichschritt Marsch und dann geht's los. Nein. So, die haben einen fließenden Start. Das geht von 8 Uhr bis 12 Uhr, kann man dort auf die Strecke starten und man muss bis 16 Uhr wieder da sein. Stempel heißt, ich zeige euch das mal hier. Das sieht dann ungefähr, wenn das Dings das kann, das so aus. Mal sehen, ob ich es auch eingeblendet kriege. Das sind die Wertungshefte und hier stehen halt die, werden die Kilometerzahlen eingetragen, wie die Pilger das auch kriegen. Der besondere Clou ist halt, ich bekomme von einer neutralen Stelle einen Nachweis, dass ich wirklich die Leistung auch erbracht habe. Man kommt an einen Meldekopf, wo schon mal eine Infrastruktur da ist. Und dann, wenn man rausgeht, gibt es eine Ausflaggung mit grünen, blauen, roten Bändern. Und den muss man halt hinterherlaufen für 5 Kilometer, für 10 oder für 20 Kilometer. Und man hat unterwegs aber auch eine Verpflegungspunkte, die nennen sich ganz böse Kontrollstellen. Ja, und wenn man wieder da ist, gibt man seine Startunterlagen wieder ab. Und kriegt dann halt besagten Stempel. Also mir persönlich geht es dabei erstmal bloß darum, dass ich trainieren kann für meine größeren Ziele. So, heißt, jetzt hindert mich natürlich keiner daran, auf diesen Touren diesen Rucksack mitzunehmen. Ja, ich habe eine Infrastruktur und einige Wanderer schaffen dort auch durchaus 8 km/h. Zu dem Thema, wie schnell bin ich eigentlich, werde ich, denke ich, noch extra Videos machen. Werde ich extra Videos machen. Gut. So, und ich kann mich auf die Kilometer konzentrieren. Und ich kann meinen eigenen Schritt machen, weil ich ja nicht in der Gruppe laufen muss. Und ich muss, habe allerdings schon erste Orientierungsaufgaben, was ja auf den Ewigen ein ganz besonderes Thema ist. Und ich habe aber auch eine Infrastruktur am Weg. Wenn ich mich verlaufe, habe ich eine Notfallnummer und. Ich muss mich also eigentlich um nichts kümmern. Außer dass ich vielleicht schon mal ein bisschen trainieren kann. So, die nächste Steigerung sind dann die sogenannten Permanentwege. Das hier sind so Sachen, wie sowas aussehen kann. Wo waren wir denn hier? Ach, Tarp ist das. Der rein technische Ablauf sieht so aus, dass ich dort auch so eine Karte kaufe. Die gehört nach Ilsenburg. Die kauft man in der Regel bei einer Tankstelle, bei einem Café, bei einer Touristeninformation. Also meistens sind es Cafés oder Tankstellen.
Dann kriegt man die gerade gezeigte Wegbeschreibung und ihr habt ja gerade gesehen, da ist einmal die Beschreibung und da ist die Skizze und da steht auch drin, wie der Weg ausgeflaggt ist. Das sind diese Pfeile, die man gelegentlich so an Straßen sieht. Man merkt, dass man auf diesen Wegen deutlich langsamer ist als auf einem Wandertag. Das wird das kommende Video, Geschwindigkeiten. Welche Geschwindigkeiten schaffe ich überhaupt? Ich muss mich nämlich orientieren. Ich muss das Ding da lesen. Und natürlich gleich auch noch das Wandern schaffen. Und ich muss auch so Kontrollpunkte suchen. Gut, diese Wege haben in der Regel jetzt 5 bis 10 Kilometer. Jetzt ist es relativ langweilig, genauso wie bei den Wandertagen, wenn man die 10 Kilometer Strecke gemacht hat. Die 5 Kilometer Strecke unterscheidet sich vielleicht ein paar hundert Metern von der 10 Kilometer Strecke. Man läuft also zweimal die gleiche Strecke. Gut. Da merke ich dann aber schon mal, dadurch, dass ich mich orientieren muss, dadurch, dass ich diese Wegbeschreibung in die Landschaft umsetzen muss, werde ich langsamer. Das ist das eine Binsenweisheit? Für mich irgendwo ja. Ich habe aber auch immer wieder viele, viele Diskussionen geführt, die dazu führten, dass ich jetzt wirklich dieses Video Geschwindigkeiten beim Wandern mal in Angriff nehmen muss. Das ist vielleicht ein Thema für nächste Woche, mal sehen. Ja, nein, viele Leute wissen halt wirklich nicht, ich bin auch ein Leut, ein armer Leut, mit Heinz Erhard zusammen. Viele Leute wissen halt wirklich nicht, wie schnell sie sind. Und das ist, wenn man so ein großes Projekt startet, wie einmal rund um den Ärmelkanal, einmal rund um Deutschland und die Niederlande und so weiter, ist das wichtig zu wissen, denke ich, um Schiffbruch zu vermeiden. Wie weit man dieses Training jetzt wirklich braucht, gut. So, und da bieten sich diese Permanentwanderwege vom IVV, dvv-wandern.de an, das zu trainieren. Auch, man muss dann so durch Konstrukte, die habe ich jetzt hier nicht weiter rausgesucht, sie kommen an eine Kreuzung und dort biegen sie halb links ab. Dann zu erkennen, das in die Landschaft umzusetzen, was halb links ist. Oder an dieser Kreuzung biegen sie links ab, davor müssen sie aber noch an einem Gabelpunkt rechts und davor müssen sie noch links in einen Gradweg zum Beispiel. Solche Konstrukte hasse ich. Aber auch sowas kommt immer wieder vor und sowas habe ich auch schon in professionell verlegten Büchern gelesen. Auch das ist traurig, aber kein Witz. Oder man kommt an einer Wegbeschreibung, sieht man dann, ja, da gehen sie an einem Haus vor. Da hat der und der von 1900 schlag mich tot gewohnt und 1700 sowieso hat der und der da gewohnt. Und das nervt auch immer wieder. Ist aber auch Bestandteil einfach dieser Weg. Die nächste Königsdisziplin ist dieses Ding hier. Das ist jetzt Ilsenburg am Harz. Das sind RWWs, Rund- und Weitwanderwege heißen die. Auch dort habe ich eine Wegbeschreibung und eine Skizze und eine Ausflaggung. Da muss ich grundsätzlich alles, was bisher gesagte, grundsätzlich auch für diese Wege. Ich muss mich orientieren, dadurch werde ich langsamer. Ich muss mich durch mitunter ziemlich umständliche Wegbeschreibungen hangeln. Auch das kostet Zeit. Sind alle aus Papier, muss ich also in Folie packen, wenn es mal regnet. So, und wie lästig das ist, wenn man bei Nieselregen steht und sich durch so eine Wegbeschreibung hangeln muss, dass man gerade vor einem Haus steht, in dem von dann und dann der und der gewohnt hat und was der alles für Heldentaten vollbracht hat und. Ja. Das muss man aber lernen und wie gesagt, viele Wegbeschreibungen sehen so aus. Und man muss auch immer wieder lernen, diese Pfeile in die Landschaft umzusetzen. Gut, und das kann man da sehr gut trainieren, weil diese Wege haben einen Vorteil, oder es gibt etwas ganz Grundsätzliches, was sich von den Europawegen unterscheidet. Sie laufen im Kreis. Die Permanentwege laufen, ist nur eine Schleife, die zwar zwei, drei Variationen hat, je nachdem, aber in der Regel ist man von Ausnahmen abgesehen abends wieder da, wo man morgens losgegangen ist. Bei diesen RWWs ist es so, dass man 120 Kilometer, 180, 200 bis zu 400 Kilometern hat. Die laufen aber alle im Kreis. Wir haben in Eckernförde immer so, im Prinzip hat man so Kleeblattsysteme. Gut, in Eckernförde ist die Ostsee im Weg, in Husum ist die Nordsee im Weg, in Hitzacker ist die Elbe im Weg. Für mich ist wichtig, man ist, nachdem man den Weg gegangen hat, immer wieder da, wo man losgegangen ist. Das ist das Wichtige. Heißt, man kann Ausrüstung
mitnehmen und Ausrüstung probieren. Und wenn man was vergessen hat, ist das nicht so dramatisch. Die Europawege sind nämlich teilweise wirklich 20, 30, 40 Kilometer ohne Infrastruktur. Auf diesen Rundwanderwegen ist aber das Schöne, sie sind da. Man ist immer wieder abends da, man kann Besorgung machen, man ist immer wieder abends auf dem Campingplatz. Sie haben noch einen Vorteil. Wir haben ja hier Längen von 10, 20, in Ausnahme mal 30 Kilometern. Heißt, ich kann jetzt die Wege so zusammenpacken, dass ich eine Tagestour von 40 Kilometern habe. 30 plus 10 und ähnliches. Das heißt, ich bin nach gewissen Touren immer wieder, mache auch eine Pause am Ausgangspunkt, weil ich immer wieder zum Ausgangspunkt zurückkomme. Das ist bei den Europawegen auch anders. Gut, das hat natürlich Vorteile, weil immer wenn irgendwas schief geht, komme ich immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Es kann auf diesen Wegen nicht viel schief gehen. Die sind, wie man so schön sagt, idiotensicher. Ich persönlich quartiere mich in der Regel auf einem Campingplatz ein. Der Tunlichst auch am Wegesrand liegt. Das löst gelegentlich komische Fragen aus. Weil ich habe dann ja auch Gepäck mit dabei. Heißt, ich komme im Optimalfall sonntags abends auf dem Campingplatz an, baue mein Zelt auf. Montags morgens baue ich es wieder ab, gehe auf meine Tour, wo ich dann auch meistens mit dem Auto zum Ausgangspunkt hin muss, weil ich zum Startlokal muss. Gut, die perfekten Wanderer mieten sich gleich ins Startlokal ein. Montags abends bin ich dann wieder auf dem Campingplatz da, auf dem gleichen, baue das Zelt wieder auf. Dienstags morgens baue ich es wieder ab. Dienstags abends bin ich da und baue es wieder auf. Das löst natürlich Fragen auf. Im Prinzip sind wir damit durch, wenn wir so weit sind, dass wir wirklich 200 Kilometer im Kreis laufen können und das auch binnen einer Woche schaffen, sind wir so weit, dass wir eigentlich auf die Europawege starten können. Ausrüstung. Anfangs Rucksack. Es lohnt sich, wie gesagt, mal bei den Eltern auf dem Dachboden zu gucken, sofern da was ist. Ich weiß, mit 50 zu sagen, ja. Das, was ich hier gerade auf habe, ist mein Interrail-Rucksack. Der ist jetzt 30 Jahre alt. Ich habe dann da auch noch bei meinen Eltern ein Zelt gefunden und einen Schlafsack und diesen Rucksack und ja, eine Luftmatratze, wem das noch was sagt. Fange ich ja zunächst mal an, hatte ich ja gesagt, Wandertage erstmal zu machen, um überhaupt mal eine Vorstellung davon zu kriegen, wie viel 20 Kilometer denn sind, wie viel 10 Kilometer sind, wie viel 20 Kilometer sind. Ich kann natürlich zuerst die 10 Kilometer Runde machen, dann eben schnell die 5er dazwischen und dann noch auf die 20er Runde. Man muss eh mit allem Möglichen rechnen, auch auf den Europawegen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. In einem weiteren Video werde ich euch erzählen, was ich mit den Europawegen hier vor der Haustür mache. Anfangs habe ich in den Rucksack, das hört sich jetzt böse an, Wasser reingetan. Und natürlich hat man eine gewisse Grundausrüstung mit, man nimmt eine Regenjacke mit, eine Regenhose, einen Pulli. Ich habe in der Regel Kapuzenpullis, die sind schwer zu kriegen und auch eine entsprechende Jacke. Es ist schwer zu suchen, aber eine Mütze, die man komplett über den Kopf ziehen kann, ist Gold wert. Und wer mal in Husum auf dem Nordseedeich gelaufen ist, dann pfeift einem der Wind doch schon kräftig um die Ohren, dass diese Funktionalität, dass man den so zu ziehen kann, dass wirklich nur noch Nase und Auge rausgucken, man zu schätzen weiß. Und dann will man ja, wenn man wirklich an die Europawege rangeht, an Touren, wie ich sie jetzt immer wieder beschrieben habe, rund um den Ärmelkanal, im Zickzack über die Alpen, rund um Deutschland und die Niederlande, dann muss man ja wirklich auch eine Ausrüstung dabei haben. Ein Zelt, eine Isomatte, einen Schlafsack, einen Kocher, wie auch immer der dann aussieht. Solange wie ich Wege gehe, die im Kreis laufen, ob das Wandertage sind, ob das Permanentwege sind, ob das Rund- und Weitwanderwege sind. Und dann fange ich an, da einfach mal 5 Liter Wasser reinzupacken. Da macht es dann auch wieder Sinn, einen Rucksack zu nehmen, der 30 Jahre alt ist. Warum? Wenn ihr hier mal guckt, da ist er kaputt. Hier unten ist er gerissen und so weiter. Auch hier, ihr kennt diese Zwischenböden, die da drin sind.
die reisen bei mir auch regelmäßig durch. Die sind halt einfach nicht dafür gemacht, 5 Liter Wasser, also 5 Kilo oder 10 Liter Wasser, 10 Kilo aufzunehmen. Gerade im Anfang hat Wasser einen riesen Vorteil. Man kann 1 Liter gleich 1 Kilo. Ich weiß, wenn jetzt ein Physiker zuhört, der wird meinen bösen Kommentar unten reinschreiben. Gerne. Natürlich weiß ich, dass das so einfach nicht steht, dass das eine vereinfachte Darstellung ist. 1 Liter Wasser gleich 1 Kilo. Mit 1 Liter Wasser gleich 1 Kilo kann ich das Gewicht sehr genau tarieren von dem Rucksack. Und dann kann ich halt mit 10 Kilo Rucksack, mit einem 12 Kilo Rucksack und ähnlichem sehr, sehr gut üben. Wenn ich dann die Tour fertig habe, aber trotzdem noch, weiß ich, ein paar Kilometer nach Hause muss, kein Problem, gieße ich das Wasser in den Straßengraben. Wenn ich eine Tour abbrechen muss, man hat ja so ein Auf und Ab über den Tag. Ich persönlich habe dann festgestellt, wenn ich wirklich eine Woche auf so einem RWW unterwegs war, dass ich die Montags und Dienstags auch schaffe, dass ich mittwochs in der Regel so ein Wochentief auch habe. Auch wieder dieses Ich. Ich weiß, ich bin der einzige Mensch, der sowas hat. Nein, darum sage ich ja, üben und ruhig im Anfang mal solche Strecken gehen, die 400 Kilometer im Kreis laufen. Also wo es 10 Wege a 40 Kilometer gibt oder 20 Wege a 20 Kilometer. Immer im Kreis laufen, wo man immer wieder an den Ausgangspunkt zurückkommt. Das ist ideal, um sowas auch mal auszuprobieren. Auf diesen Rundwanderwegen, und da kann ich dann halt einfach einen Break machen, Wasser auskippen und zurück zum Auto. Das ist der ganze Hintergedanke. Zum Training. So, natürlich fängt man dann an, anspruchsvoller zu werden im Laufe der Zeit. Wenn man, wie gesagt, was habe ich denn jetzt gemacht? Husum, Eckernförde, Farell, Müden an der Aller, Ilsenburg, 5 solche Rundwanderwege gemacht hat, dann hat man irgendwann auch genug trainiert da. Dann fängt man auch an, zunehmend mehr Selbstvertrauen zu entwickeln. Mann, ich, ja. Was man dann wirklich schaffen kann, was man sich zutrauen kann, dass man auch richtige Ausrüstung dann irgendwann dabei hat. Und der nächste Schritt ist dann ja, auf die Europawege, die man vor der Haustür hat, einzusteigen. Das wird aber auf jeden Fall ein extra Video geben. So, im Wesentlichen bin ich durch. Trainingsmöglichkeiten. Das nächste Video wird, denke ich, zum Thema, welche Geschwindigkeiten sind realistisch, sind für Wanderer realistisch, unter welchen Voraussetzungen. In diesem Sinne, tschüss.